Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Parkbauprojekt Lost World. Beim letzten Mal haben wir den Grundstein für unsere Insel gesetzt und auch die erste Forschungsanlage gebaut. Und jetzt geht's hier direkt weiter mit unserem Speedbuild. Und das erste, was wir natürlich wieder machen, ist ein wenig mehr Land einzeichnen, auf dem wir dann den nächsten Bereich auch bauen werden. Wichtig dabei ist auch immer, dass man auch den Bereich unter Wasser so ein bisschen erhöht, damit das Wasser halt nicht direkt so ultra tief wird, sondern man dann auch so ein paar flachere und seichtere Stellen am Ufer hat. Ach so, ich habe am Anfang gar nicht eingeblendet, wer sich so in der letzten Folge verewigt hat, denn ich habe ja letzte Folge auch viele Dinosaurier und Flugsaurier freigelassen und ihr habt auch wieder richtig tolle Namensvorschläge für diese in die Kommentare geschrieben. Allerdings sind das so viele, dass ich das Ganze nicht einblenden wollte, weil es halt sonst zu lange gedauert hätte. Und ich habe für dieses Parkbauprojekt tatsächlich auch sehr viele weitere Lebewesen auf dieser Insel geplant, weil ich halt möchte, dass die möglichst belebt wirkt, also dass hier echt viele Dinosaurier dann später frei herumlaufen. Und ja, das wird halt so schon viel Arbeit, die dann alle noch nach den Kommentaren zu benennen. Und wenn ich jetzt noch jeden Kommentar screenshotten müsste und dann einblenden müsste und sowas, das wird mir halt noch mehr Arbeit machen und ja, die Zeit habe ich leider nicht, aber ihr könnt ja später, wenn ich das ganze Savegame hochlade, könnt ihr dann nochmal schauen, ob ihr euch dann verewigt habt, weil dann könnt ihr prüfen, wie die Dinosaurier dann alle so heißen. Das, was ich hier gerade im Hintergrund baue, das ist euch vielleicht auch schon von meinem letzten Parkbauprojekt so ein bisschen bekannt. Nämlich sind das solche Stege, die ins Wasser ragen. Hier soll nämlich so ein kleiner Hafen hinkommen, weil ich habe so überlegt, irgendwie müssen ja dann auch diese ganzen Forscher damals dann auf diese Insel gekommen sein. Ich meine, wir haben im ersten Bereich, glaube ich, schon einen Helikopterlandeplatz. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber ich denke mal dann so für schwere Güter und sowas, die dann geliefert werden, ist es schon realistisch, dass wir dann hier zumindest nochmal so einen ganz kleinen versteckten Hafen bauen, bei dem das halt alles angeliefert wurde. Vom Prinzip her habe ich das auch relativ identisch gebaut. Allerdings habe ich die Stege diesmal nicht so parallel zueinander gemacht, sondern so ein bisschen abgeschrägt, damit wir da auch ein bisschen Variation drin haben. Dabei kann man natürlich wieder nicht jeden Winkel nehmen, weil mit dem Terrain-Tool hat man bei bestimmten Winkeln halt nur diese geraden Kanten. Und bei anderen entstehen halt solche Kanten und Ecken. Da muss man dann immer so ein bisschen rumprobieren. Ist ein bisschen fummelige Arbeit, aber ich finde, der Aufwand lohnt sich dann am Ende immer, wenn man da wirklich sorgfältig arbeitet, weil dann die Stege auch schöner und cleaner aussehen, sage ich mal. Und ich zeichne jetzt hier auch schon mal direkt wieder Zäune soweit ein. Und ihr müsst euch übrigens nicht wundern, warum ich hier immer diese Zwischenschritte und Einrastpunkte dann auch mit reinmache. Das liegt daran, dass ich natürlich auch noch geplant habe, mit dem Damage-Tool später diese Zäune zu zerstören. Und das kann man halt viel besser und genauer machen, wenn man möglichst viele Einrastpunkte hat. Den Übergang zwischen dem Land und dem Beton habe ich dann nochmal so ein bisschen mit Felsen eingekleidet, damit das ein bisschen schöner ist, der Übergang, also damit der nicht so ja extrem ist, also dass man halt so einen geraden Strich hat von Beton zu Terrain und mit Felsen konnte man das halt ganz gut noch verstecken. Ich habe auch unter Wasser einige Felsen gemacht, weil man die ja trotzdem ganz gut durchschimmern sehen kann, weil der Boden da ja relativ hell ist, das ist ja so ein Sandboden. Und das, was ich jetzt platziere, sind unsichtbare Aviarien, also diese Vogelkuppeln. Ich hatte halt geplant, da noch ein paar Flugsaurier dann an dem Hafen freizulassen, weil ich das eigentlich ganz cool fand, die Idee. Weil an so einem echten Hafen sind ja auch immer Möwen. Und diese Flugsaurier sind dann halt meine prähistorischen Möwen, die dann das Ganze hoffentlich ein wenig lebendiger wirken lassen, wenn sie dann dort die ganze Zeit hin und her fliegen. Und dann habe ich auch schon mal die Gebäude zerstört, damit die auch schon mal ein wenig qualmen. Und noch mehr für diese verlassene und zerstörte Atmosphäre sorgen. Und dann gab es natürlich auch noch ganz viele Industriedeko-Objekte, die ich hier platziert habe. Unter anderem auch solche Container, die dann von Schiffen dort mal angeliefert wurden. Und jetzt hier auch an den ganzen Ecken und Kanten noch ganz viele Kisten und was es da nicht alles gibt. Ein paar Dinosaurierkäfige habe ich dort auch noch untergebracht,
Damit wurden halt dann damals die Dinosaurier so teilweise angeliefert. Und dann habe ich den Bereich auch noch ein bisschen mit Erde eingekleidet und dann schon mal ein wenig Gras drumherum gezeichnet. Und dann kam auch wieder ganz viel Wald dazu. Und jetzt war es natürlich auch noch wichtig, so ein bisschen diesen Strand auszuschmücken und zu gestalten, bis zu diesem Hafenbereich. Dabei habe ich natürlich immer so ein bisschen darauf geachtet und im Hinterkopf gehabt, dass ich nicht zu viele Objekte benutze. Aber ich bin ehrlich, also ich kann dann auch irgendwie nicht darauf verzichten, weil ich es einfach viel schöner finde, wenn man das dann auch ordentlich mit Stein und sowas auskleidet. Aber ich habe jetzt schon leichte Probleme mit dem Speicherstand. Also ich muss da schon so ein bisschen rumtricksen, kann das Spiel nicht mehr ganz normal abspeichern, weil es sonst schon crasht. Und ja, ich muss halt jetzt echt aufpassen. Also ich denke mal, das Projekt wird eine relativ kleine Insel werden. Vielleicht kommt noch eine Baufolge und dann nochmal eine Tour oder sowas. Und dann werde ich es lieber zu einem Abschluss bringen, weil nicht, dass wir das Ganze dann komplett abbrechen müssen, weil wir gar kein Menü mehr öffnen können, ohne dass das Game crasht wie beim letzten Projekt. Da würde ich mich echt ärgern, weil ich euch halt gerne auch diesmal dann den Speicherstand auch zur Verfügung stellen möchte. Und wir machen es dann einfach so, dass wir mehrere kleine Projekte dann bauen, wo wir dann auch uns ein bisschen mehr austoben können, was die Details angeht. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Abwechslung und sowas. Also ist jetzt nicht so, dadurch, dass sie so kurz sind, dass dann weniger kommt, sondern ich werde dann einfach viele kleine Projekte machen. Ich habe auch echt viele Ideen und sowas im Kopf. Also daran wird es auf jeden Fall nicht scheitern. Und jetzt habe ich schon mal einen Ankunftsort hier schnell hingebaut, damit ich mal eben die Flugsaurier für den Hafen freilassen kann. Da habe ich mich für 6 Sungarypterus entschieden, mit verschiedenen Skins. Und jetzt habe ich angefangen, den Zaun so ein bisschen zu zerstören an der einen oder anderen Stelle. Und als nächstes kam natürlich jetzt auch noch ganz viel Bepflanzung und Gras und sowas in die Anlage, damit es halt auch so aussieht, als wenn die Anlage schon lange verlassen ist und die Natur sich dort schon wieder ausgebreitet hat. Ich habe dabei immer so ein bisschen darauf geachtet, dass das Gras nicht irgendwie random auf dem Asphalt wächst, sondern dass es immer von der Erde aus
so über den Asphalt dann wächst. Fand ich irgendwie ein bisschen realistischer. Ich meine, in echt ist es dann teilweise auch so, dass Gras unterm Asphalt halt durch den Asphalt durchbricht. Aber da ich den Asphalt hier nicht wirklich auf eine gute Art und Weise, dass es gut aussieht, zerstören kann, habe ich es dann halt einfach so gemacht, dass es dann an den Rändern einfach so ein bisschen dort rüber wächst. Das fand ich ganz schön. Es gibt ja auch noch so eine Art Ranken, sage ich mal. Die kann man ganz gut verwenden für dann so Gebäudewände, damit das so ein bisschen wie ja quasi Efeu so ein bisschen überwuchert. Ich glaube, die sind eigentlich für so Baumstämme oder sowas gedacht. Aber ja, kann man halt ganz gut nehmen für so Container oder halt Gebäudewände. Das fand ich ganz cool. Und in diesem Bereich kommen unsere ersten fleischfressenden Dinosaurier. Nämlich drei Ceratus. Auch mit verschiedenen Skins in verschiedenen Farben. Da hatten wir sogar echt Glück, weil das ist ja mal random, wenn man das zufällig auswählt. Die sehen aber alle ziemlich cool aus. Und damit die hier in dem Hafenbereich auch bleiben, muss ich das Ganze nochmal eben abstecken. Dafür nehme ich hier so einen unsichtbaren Zaun und dann zeichnen wir den einmal hier, wo es jetzt passiert. Da sind ja Einrasspunkte deswegen. Aber ich zeichne es einfach hier einmal grob entlang, da wo die dann auch hinlaufen sollen. Und jetzt können wir einmal gucken, wenn wir das Entferntool nehmen. Das sieht gut aus, also dieser Bereich, dort können die dann umherlaufen. Wir haben tatsächlich ein Problem, Leute, denn ich habe ja hier unsichtbare Vogelkuppeln und dort können die gar nicht hineinlaufen. Also das heißt, ich müsste die irgendwie hier in diese Vogelkuppeln reinkriegen und landen kann ich die dort auch nicht mit dem Helikopter. Ich glaube, ich müsste da mal eben tricksen, indem wir das Ganze mit so einer Brutstation direkt dort rein platzieren dann. Also dass die in diesen Vogelkäfig freigelassen werden. Ich hoffe, ich zerstöre mir jetzt hier nichts. Das Terrain, das kann ich gleich wieder anpassen. Aber ich probiere das jetzt mal aus, dann lasse ich die direkt hier frei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Oh, das sieht nicht gut aus. Spur mal ein bisschen vor. Vielleicht klappt es dann gleich nämlich noch. Ich sehe die aber auch dort noch nicht drin, ne, irgendwie oder sowas. Also ich warte jetzt erstmal ab. Ich hoffe, die kommen hier gleich raus. Den einen würde ich sonst da außen lassen, weil der kann halt jetzt nur in diesem Bereich hier rumlaufen. Aber das ist ja auch nicht verkehrt, wenn dann zwei noch hier wären. Oh, die kommen raus. Okay, es klappt. Oh, das ist ja perfekt. Das ist ja mega gut. Die haben zwar jetzt andere Skins, aber das macht ja nichts. Hauptsache, wir haben es hinbekommen. Entfernen wir das mal eben wieder alles. So. Jetzt müssen wir aber nochmal eben das Ganze hier ein bisschen zumachen mit Wald. Und dann ist doch alles super. Sehr schön, dann haben wir jetzt hier zwei Ceratus im Innenbereich rumlaufen und eine außen. Haben wir jetzt ein bisschen getrickst. Sieht auch sehr interessant aus von oben. Aber ich denke mal, mit dem Ergebnis können wir dann zufrieden sein. Die dürfen auch hier eigentlich durch diese Wand nicht durchkommen. Das heißt, die bleiben dann wirklich in diesem kleinen Hafenbereich, die zwei und der eine halt hier außen. Hier in den Strand habe ich jetzt auch nochmal Dinosaurier liefern lassen. Da habe ich auch so ein kleines Gehege abgesteckt mit einem unsichtbaren Zaun. Und dort habe ich jetzt mal 5 Dryos hingeliefert. Die machen das dann hier auch ein bisschen belebter noch. Die landen jetzt hier nach und nach. Und für die Dinosaurier, die ich jetzt freilasse, könnt ihr natürlich auch wieder schöne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Also für die Ceratus, die Zungarypterus und für die Dryos. Also da können sich wieder einige Leute verewigen. Aber ich finde das richtig cool, weil so wird das halt alles schön belebt. Und das sieht halt so aus, als wenn die frei rumlaufen, auch wenn die eigentlich
in ihren Gehegen sind, die Dinosaurier. Und hier sind die Ceratos auch schon unterwegs. Und laufen dort an den Containern lang. Ich kann euch übrigens mal das Problem zeigen mit dem Speichern, was ich habe. Also es ist jetzt schon wieder komplett kaputt hier. Also ich kann schon wieder nicht mehr auf Speichern oder irgendwas drücken. Es wird jetzt schon echt wieder schlimmer und schlimmer. Das ist wirklich sehr traurig. Ich hätte so Lust, hier eine Rieseninsel draus zu machen, aber dass es alles so verbuggt ist, das ist halt echt ärgerlich. Ich hoffe, dass ich nächste Folge noch hinbekomme, dass ich das dann noch weiterbauen kann. Nicht, dass wir es jetzt doch wieder abbrechen müssen, weil ich habe echt noch nicht viel gebaut. Ich habe hier dieses Hafenstück gebaut, so ein bisschen Strand und da hinten halt den Bereich. Mehr ist es noch nicht und es macht halt jetzt schon so Probleme. Aber Leute, ich würde sagen, das soll es jetzt für die heutige Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und wir schauen uns nochmal an, was wir heute gebaut haben.